Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Kabel. Ja, Kabel sind eigentlich recht unspektakulär. Man könnte meinen, was gibt es da groß zu erzählen? Es gibt aber einige verschiedene Kabel, die DJs nutzen werden. Und es gibt da doch auch das eine oder andere zu beachten. Und ja, es sind eigentlich keine besonders teuren Artikel, können aber in Anführungszeichen großen Schaden oder eventuell Probleme verursachen. Deswegen gehen wir das Ganze einfach mal durch und dann seid ihr auch in der Hinsicht gut ausgebildet. Ja, generell gilt natürlich, Kabel immer pfleglich behandeln. Klingt irgendwie erstmal logisch, aber viele ja, denken vielleicht auch gar nicht dran. Nach dem Gig wird einfach mal schnell alles zusammengeknotet und irgendwo in den Rucksack reingeschmissen. Oder eben, wenn man irgendwo sein Set aufgebaut hat, dann werden da die Kabel wild durchgezogen und irgendwo rausgezogen und alles. Das sind halt natürlich Sachen, die gilt es auf jeden Fall zu vermeiden, denn Kabel sind logischerweise empfindlich. Ja, wie eingangs erwähnt eben, es sind keine besonders teuren Artikel, aber wenn es mal nicht funktioniert, dann funktioniert es auch nicht. Da hilft dann auch nicht mehr noch ein bisschen drücken und wackeln, sondern wenn der Kontakt einfach weg ist, ist er weg. Und wenn kein Ersatzkabel da ist, dann habt ihr ein Problem. Wenn ihr da zum Beispiel eben irgendeinen Zuspieler nicht anschließen könnt, sei es jetzt ein CD-Player oder irgendwie euer Interface an den Mixer und so weiter. Und ja, da steht dann ein Gig auch schon mal wirklich auf der Kippe. Das gilt es logischerweise zu vermeiden. Das ist eben auch relativ leicht zu vermeiden, wenn man gut auf seine Kabel aufpasst und zum Beispiel auch immer Ersatzkabel mit dabei hat. Ihr könnt euch noch merken, dass ihr die Kabel am besten immer nach ihrer natürlichen Windung aufwickelt. Das ist so ein bisschen wie beim Gartenschlauch. Ihr könnt den einfach mit Gewalt mal irgendwie aufwickeln. Dann werdet ihr aber sehen, dass wenn man das Kabel mal loslässt oder eben auch den Gartenschlauch, dass er dann leicht wieder auseinanderspringt. Das sitzt irgendwie alles nicht so richtig. Und es liegt eben daran, dass die Kabel nicht an ihrer natürlichen Windung im Prinzip aufgerollt werden, sondern die muss man sozusagen immer wieder noch um die eigene Achse drehen und im Prinzip so dann aufrollen, dass das Ganze auch zueinander passt. Und dann könnt ihr die Kabel auch irgendwo hinlegen und ihr werdet sehen, dass sie auch flach im Prinzip bei diesem Kreis bleiben. Außerdem eigentlich ja auch ganz klar, nicht verknoten, nicht verknicken, nicht irgendwie ja, in solchen Schleifen aufwickeln, sondern immer nur in Kreisen. Wichtig ist außerdem, dass ihr euch Markierungen an die Kabel macht. Das kann zum Beispiel ein farbiges Klebeband sein oder ein Klebeband einfach, das ihr sogar noch beschriftet. Das führt dann dazu, dass ihr eure Kabel natürlich schneller wieder erkennt, falls ihr sie mal irgendwo im ganzen Kabelgewirr verloren habt. Außerdem schützt ihr sie vor Diebstahl. Und was auch sehr, sehr clever ist, zum Beispiel gerade was den Mixer angeht, wo wirklich extrem viele Kabel zusammenlaufen, dass ihr hier Beschriftung macht, dass ihr wisst, welches Kabel zu welchem Gerät führt, welches Kabel ist welcher Kanal und so weiter. Da erleichtert ihr auf jeden Fall euch ja, viel Arbeit. Das Ganze ist viel effizienter, viel schneller, wenn ihr hier ruckzuck eben alles einstecken könnt und genau wisst, wo was hinführt. Kommen wir zum ersten Kabel und das ist XLR. XLR ist natürlich in Anführungszeichen nicht das Kabel, sondern eher immer der Stecker mit dem dazugehörigen Kabel. Wird auch Kanonstecker genannt. Es ist meist ein symmetrisches Kabel, muss aber nicht sein. Es wäre trotzdem wichtig, wenn ihr darauf achtet. Das ist dann natürlich deutlich störungsunanfälliger und vor allem auch besonders wichtig für lange Kabelwege. Beim symmetrischen Signal wird nämlich das Signal erstmal normal in Anführungszeichen durchgeschickt und dann nochmal in umgekehrter Polung und dann wird das Ganze am Ende wieder verrechnet und so werden Störsignale rausgefiltert. Dazu auf jeden Fall mehr dann noch in dem DJ-Wiki-Kurs. Aber merkt euch auf jeden Fall einfach mal, symmetrische Kabel sind auf jeden Fall immer besser als unsymmetrische Kabel, weil unsymmetrische Kabel sehr anfällig für Störsignale sind. Das kennt man zum Beispiel auch von zu Hause. Wenn man mal das Handy irgendwo neben einem Kabel liegen hat oder den Boxen, dann knackt das immer so, wenn ein Anruf reinkommt. Das könnt ihr zum Beispiel durch symmetrische Kabel verhindern. Das Steckverbindungsgehäuse ist nicht mit der Masse verbunden, das ist sehr gut. So habt ihr keine Spannungsstörungen oder Kurzschlüsse durch die Berührung von Signalmasse und Ader. Gerade eben beim Einstecken und Verbinden eben ist es sehr wichtig. Da ist dann im Prinzip alles safe und der Anschluss ist auch sehr robust. Ihr habt einen gesicherten Halt durch diesen Klick, wenn ihr das einsteckt. Da müsst ihr dann auch immer nochmal drauf drücken, um es wieder rauszubekommen. Ansonsten sitzt es wirklich bombenfest und die Kontaktfläche ist auch sehr hoch, weil man ja einen dreipoligen Stecker hat. Das ist also
sehr gut. Und cool ist auch, dass ihr hier dann noch adaptertechnisch das Ganze in Anführungszeichen ein bisschen umbauen könnt, dass dieses Kabel zu einer symmetrischen Klinke ja auch kompatibel ist. Also XLR ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges, ein sehr gutes Kabel und wenn es geht, benutzt auf jeden Fall immer XLR-Kabel. Kommen wir zu Cinch. Cinch ist leider immer unsymmetrisch. Es hat ja auch immer diese zwei Stecker, der eine für links, der andere für rechts sozusagen. Und hat leider auch die Gefahr von Kurzschlüssen oder Spannungsstörungen beim Einstecken, weil sich dort eben im Gegensatz zu XLR die Signalmasse und die Signalader berühren können. Das hört man eben teilweise auch beim Ein- und Ausstecken. Es ist jetzt nicht so dramatisch, dass irgendwas kaputt geht, aber ja, es gibt auf jeden Fall bessere Kabellösungen sozusagen. Ihr habt außerdem die getrennte Links-Rechts-Verkabelung, wie eingangs schon erwähnt. Entweder zum Beispiel weiß-rot oder schwarz-rot zum Beispiel gibt es häufig. Da habt ihr dann eben immer den linken und den rechten Kanal getrennt. Das ist nicht ein Stecker am Ende, sondern zwei. Und natürlich ist Cinch eher unsicher. Ihr kennt das, wenn man Cinch einsteckt, dann ist da kein Widerstand, kein Haken und ähnliches. Man kann Cinch also sehr leicht wieder rausziehen und das passiert auch leider oft bei ja, Unfällen, nenne ich es jetzt mal, wenn man eben was umsteckt, hinten am Mixer was rummacht, dass das leicht mal rausflutscht. Und vor allem, wenn die Kabel eine sehr schlechte Qualität haben, dann halten sie an sich schon sehr schlecht im Stecker. Und das ist auf jeden Fall auch ja, schwierig, gefährlich, sollte man vermeiden. Deswegen, wenn man Cinch holt, immer schauen, dass es wirklich eine sehr gute Qualität ist. Als nächstes Klinke. Klinke kann genau wie XLR symmetrisch oder unsymmetrisch sein. Da müsst ihr eben beim Kabelkauf einfach darauf achten, dass ihr eine symmetrische Variante euch zulegt. Klinkenstecker gibt es von 2,5 bis 7,13 mm, aber üblicherweise verwendet man 3,5. Das ist auch dieser typische Stecker für euer Handy zum Beispiel. Und dann die größere Klinke für Musiker eben häufig 6,3 mm. Es ist ein recht sicherer Anschluss. Klar, ihr kennt es alle aus dem privaten Gebrauch. Wenn man das einsteckt, dann ist es schon recht fest drin, flutscht nicht einfach wieder raus. Deswegen, das ist auf jeden Fall gut. Und außerdem habt ihr hier leider eine recht geringe Kontaktfläche. Es ist nicht wie bei den dreipoligen XLR-Stecker zum Beispiel. Ja, ist aber noch zu verkraften. Wenn ihr euch Klinkekabel holt, dann müsst ihr auch noch schauen, wie dieser Stecker sozusagen aufgebaut ist, denn die Stecker sind nicht alle gleich. Je nachdem, ob ihr zum Beispiel nur ein Mono und eine Masse habt, die durch eben diese Isolatoren getrennt werden, dann habt ihr eben, klar, nur ein Monosignal. Ihr könnt aber zum Beispiel auch Mono, Mono und Masse an einem Stecker haben. Das werdet ihr dann gleich auch alles in der Praxis noch sehen. Dann habt ihr eben ein symmetrisches Kabel, eben zweimal Mono. Ihr könnt aber zum Beispiel auch Stereo und Masse haben. Das ist üblicherweise das normale Kopfhörerkabel. Oder zum Beispiel auch Mono, Stereo und Masse. Das ist dann dafür, dass zum Beispiel durch Stereo die Musik kommt und umgekehrt Mono, wenn ihr noch ein Mikrofon an eurem Kopfhörer habt, dass dieser Ton dann sozusagen auch wieder zurückgehen kann ins Handy. Ja, diese Stecker werden im Prinzip immer beschrieben mit TRS und das steht eben für Tippspitze. Das ist ganz vorne der Stecker, dann R-Ring und S-Sleeve oder auch Schaft auf Deutsch. Da müsst ihr dann einfach schauen, je nachdem, was ihr braucht, dass ihr auch dann sicher seid, dass ihr den richtigen Stecker im Prinzip kauft. Ja, kommen wir dann noch zu Speak-on-Kabel. Die sind eher interessant für Mobile-DJs oder Veranstaltungstechniker. Klassische DJs, die nur mit ihrem Equipment hantieren, werden dieses Kabel sehr wahrscheinlich nicht verwenden, denn es ist ja, für die Verkabelung von Boxen, also der PA, gedacht. Der Anschluss ist besonders und sehr cool, weil er eben ein mehrpoliger Stecker ist. Das heißt, man hat eine große Kontaktfläche, eben größer sogar noch als bei XLR und Klinke. Außerdem hat man dadurch einen kleineren Übergangswiderstand. Man hat eine hohe Belastbarkeit und vor allem einen großen Berührungsschutz. Der Stecker ist wirklich sehr robust aufgebaut und hat wie beim XLR auch einen gesicherten Halt beim Einstecken durch einen Klickmechanismus. Das werdet ihr dann auch noch sehen. Und ja, deswegen eignet er sich wirklich besonders für die Verkabelung von Boxen. Das Coole ist, dass durch diesen mehrpoligen Stecker ermöglicht wird, dass man mehrkanalige, passiv betriebene Boxen über eine einzige Steckverbindung verbinden kann. Das heißt eben, ihr steckt das Kabel in eine Box rein, in den In
Stecker. Und dann könnt ihr zum Beispiel auch wieder in den Out-Stecker derselben Box ein Kabel stecken und das wiederum in die nächste Box, da wieder in den In und so weiter. Das heißt, ihr verbindet die Boxen immer wieder nur über ein Kabel und es müssen nicht aus jeder Box ein Kabel sozusagen in den Verstärker rein. Das heißt, einmal Kabel aus dem Verstärker oder aus der Endstufe eben in die Box rein und von da ab immer wieder in die nächste Box, in die nächste Box, in die nächste Box. Das ist sehr effizient und sehr cool, dass das so entwickelt wurde. Es gibt noch Synonyme für Speakon, weil dieser Name von der Firma rechtlich geschützt ist. Deswegen nennen andere Hersteller diese Steckverbindung Speaker Twist zum Beispiel oder PA Steckverbinder oder auch einfach Lautsprecher Steckverbinder. Ja, das war es jetzt hier zu den Kabeln, mit denen DJs normalerweise so hantieren. Natürlich gibt es noch einige mehr, aber die sind für DJs dann auf jeden Fall uninteressant. Und wir schauen uns dann jetzt in der Praxis auch nochmal die Kabel genauer an. Ja, da sind wir dann also zur Praxis für die Kabel. Auch eigentlich keine besonders hohe Kunst. Wir wollen euch einfach mal kurz die Unterschiede zeigen, auf was ihr vielleicht auch beim Anschließen achten solltet. Und wir fangen direkt an. Was USB-Kabel sind, brauchen wir euch hoffentlich nicht erklären. Deswegen lassen wir die mal aus. Und wir fangen direkt mit dem XLR-Kabel an, so wie in der Theorie auch. Und das ist im Prinzip der dickste Stecker von allen. Und der liegt jetzt hier zum Beispiel in männlich und weiblich vor. Da müsst ihr auch auf jeden Fall immer drauf achten, je nachdem, was ihr wo anschließen möchtet, ob das eben ein männlicher oder weiblicher Anschluss ist. Das ist ganz wichtig. Ihr seht schon hier die drei Pole des XLR-Kabels, also ein sehr guter Stecker mit einer großen Kontaktfläche und vor allem auch sehr cool ist eben, dass hier ja wie so eine Art Widerhaken ist eben, dass wenn man den Stecker einsteckt, dass es auch im Prinzip richtig fest ist und nicht zufällig ungewollt rausfliegen kann. Wir haben dann hier ein ganz normales 3,5 mm Klinkenkabel, das sollte auf jeden Fall allen von euch bekannt sein. Dann hier der große Bruder, die 6,3 mm Klinken-Variante. Und wir haben hier ein klassisches Cinch-Kabel, das sollte auf jeden Fall auch jedem ein Begriff sein. Wir haben die jetzt hier im Prinzip mal fein säuberlich aufgewickelt. Nochmal zur Theorie. Wir hatten ja gesagt, dass es Sinn macht, dass man sich beim Aufwickeln an dem orientiert, nach der natürlichen Windung sozusagen des Kabels. Denn wenn ihr jetzt einfach nur versucht, irgendwie Schlaufen zu legen und dann werdet ihr schon merken, dass das im Prinzip alles nicht so einfach ist. Das Kabel will nicht so recht, wenn ihr es einfach nur willkürlich im Prinzip zusammenstecken möchtet. Deswegen achtet drauf, dass ihr im Prinzip immer mit der natürlichen Windung geht. Das heißt, ihr legt sozusagen solche Schlaufen, da dreht ihr dann im Prinzip das Kabel ein bisschen ein und dann sieht das auch schon ganz anders aus. Euer Kabel wird es euch auf jeden Fall auch danken und beim Aufräumen ist es dann auch deutlich angenehmer, weil das Kabel auch so bleibt. Was auf jeden Fall auch Gold wert ist, sind diese Klettverschlüsse, diese Art Kabelbinder. Denn hier könnt ihr im Prinzip nochmal Doppeltordnung schaffen, dass nicht nur das Kabel eben so schön aufgewickelt bleibt, sondern eben dieser Kreis sozusagen auch beieinander bleibt. Ja, kommen wir jetzt nochmal zum XLR. Wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, dann sehen wir hier eben eine weibliche Variante und hier eine männliche. Denn wenn wir dieses Kabel hier mal nehmen, dann muss logischerweise die weibliche Variante hier, dort hinein und die männliche hier. Ihr merkt jetzt schon eben dieser Klickverschluss. Ich muss ja auch draufdrücken, um das Kabel wieder rauszubekommen. Und das sitzt wirklich sehr fest. Das ist positiv, wird eben gerne für die PA genutzt oder eben auch das Mikrofon für eine schöne, saubere, kräftige Übertragung. Beim Cinch-Kabel, das ja meistens für die CD-Player ist oder auch für die Turntables, kommt es dann drauf an, möchtet ihr es bei Line einstecken oder bei Phono oder ihr habt eben auch einen Master-Ausgang mit Cinch.
Aber natürlich, man merkt schon, es sitzt nicht ganz so fest wie der XLR-Stecker und es kann natürlich auch sehr leicht rausgezogen werden. Leider gibt es das eben auch nicht als symmetrisches Kabel. Deswegen, ja, nicht eigentlich die beste Verbindung, aber doch sehr gebräuchlich. Kommen wir dann noch zur Klinke. Hier zum Beispiel für den Send and Return des Effektgerätes. Das ist auch ein guter, robuster Stecker, der auch eben sehr gut fest sitzt. Nicht ganz so fest wie XLR, denn er hat auch nicht eben nochmal diesen Klicker, der das wirklich dann sehr festhält. Aber wie man es auch von der kleinen Klinke kennt, sitzt der Stecker schon sehr gut. Und apropos kleine Klinke, die werdet ihr eigentlich nur hier bei der Kopfhörerbuchse finden. Und da könnt ihr dann eben entscheiden, ob ihr eure Kopfhörer per kleine oder große Klinke einstecken möchtet. Bei Cinch habt ihr dann eben links und rechts sozusagen getrennt. Also da müsst ihr auf jeden Fall immer beide reinstecken. Macht ja auf jeden Fall auch Sinn. Bei diesem Klinkenkabel hier wäre das zum Beispiel 1. Bei diesem Klinkenkabel aber zum Beispiel schon wieder nicht. Und das ist genau das, was wir in der Theorie erklärt haben. Mit diesen Polungsvarianten, eben Mono, Masse, Stereo und so weiter. Das erkennt ihr eben an dieser Steckerform hier vorne. Die schwarzen Streifen sind die Isolatoren, die eben die einzelnen Teile sozusagen voneinander trennen. Hier ist eben die Spitze, Tipp, T, ganz klar. Und dann habt ihr hier eben noch den Ring, also R und S für Sleeve oder Schaft. Und je nachdem im Prinzip, wie viele Isolatoren ihr hier habt oder restriktive, wie viele Abteilungen ihr im Prinzip habt, habt ihr dann zum Beispiel hier eben nur Mono, weil ihr hier eben nur die Spitze und den Schaft habt. Oder eben zum Beispiel, ihr habt dann hier auch noch Ringe. Und je nachdem, wie viele Ringeabteilungen ihr habt, habt ihr dann eben zum Beispiel ein Monokabel eben oder ein Stereokabel. Das war es dann im Prinzip auch schon soweit nochmal zu den Kabeln. Schaut einfach, dass ihr, wo es geht, zum Beispiel eben XLR-Kabel einsetzt, symmetrische XLR-Kabel, denn hier habt ihr einen super Stecker, ihr habt eine hohe Übertragungsqualität und das ist auf jeden Fall top. Ansonsten eben müsst ihr auch einfach mal schauen, was es überhaupt für Anschlussmöglichkeiten gibt und je nachdem seid ihr dann automatisch schon an das bestimmte Kabel gebunden. Ja, insofern hier mal ein kleiner Überblick, ist natürlich keine Rocket Science. Und wir hoffen, du konntest aus dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu diesen Kabeln hast, dann schreib uns einfach eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.